Ja, ganz herzlich willkommen zur letzten Session dieses ersten Tages. Daten gelten ja an vielen Stellen als das Gold. Die Frage ist, kann man mit Gold auch ethisch umgehen? Und das ist so ein bisschen die Frage, die sich Nicolas Zahn und Lea Strom, Entschuldigung für die falsche Reihenfolge, gestellt haben und da eben dann Posmo gegründet oder und bei Posmo jetzt mit dabei sind, um uns zu erzählen, wie man Mobilitätsdaten ethisch nutzen kann. In den nächsten 45 Minuten werden Sie uns was zu Datenethik in der Praxis von Anonymisierung zu operativer Data Governance erzählen. Und ich freue mich jetzt schon drauf und ich hoffe, ihr auch. Sieht man irgendwas? Nein. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Können wir die Folien zeigen? Können wir sie zeigen? Jetzt. Gut. Mein Name ist Lea Strom. Ich bin Mitgründerin, aber auch Mitglied der Verwaltung. Das ist so ein wenig wie der Verwaltungsrat oder der Vorstand von Posmo. Posmo ist eine Datengenossenschaft für Mobilität, also für Mobilitätsdaten. Und wir wollen heute zusammen mit Nicolas Zahn, der Präsident unseres Ethikrats ist, unseres internen, drüber sprechen, wie wir eben Daten Governance und vor allem die Themen rund um Anonymisierung und den Schutz der Privatsphäre in der Praxis umzusetzen versuchen oder was unsere Ansätze sind. Es geht aber auch am Anfang, das ist der Teil, den ich übernehmen werde, etwas um diese Idee der Datengenossenschaft. Das ist ja nicht super neu, aber sicher auch nicht sonderlich verbreitet. Warum also eine Datengenossenschaft, könnte man sich fragen. Es geht natürlich im Kern, und das sind ja viele der Vorträge, die es an diesen zwei Tagen gibt, um Kontrolle und in unserem Fall eben auch um Selbstbestimmung über was eigentlich mit unseren personenbezogenen Daten passiert. Und POSMO, das steht für Positive Mobility, und wir sind verankert im Mobilitätsbereich und deswegen geht es bei uns auch eigentlich primär um Mobilitätsdaten. Ist gegründet worden aus einer Erkenntnis, dass die Art, wie heute Mobilitätsdaten erhoben werden, zum einen sehr stark kontrolliert wird von großen Playern. Man sieht hier Google Maps, also Google ist sicher einer der größten Konzerne, die Mobilitätsdaten besitzt, und zwar weltweit. Die Art, wie Mobilitätsdaten genutzt werden, um große gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen, ist aber relativ analog. Bis heute ist der beste Datensatz, den wir in der Schweiz haben, zum Mobilitätsverhalten der Schweizerinnen und Schweizer oder der Bewohnerinnen der Schweiz, eine Umfrage, der Mikrozensus. Da werden bis anhin, das wollen Sie jetzt, ab nächste Umfrage wird es dann auch digitalisiert, aber da werden Leute befragt, wie haben sie sich an einem bestimmten Tag fortbewegt. Und das ist quasi so, dass der Gold Standard der Mobilitätsdaten, also sowohl zum personenbezogenen Mobilitätsverhalten über verschiedene Mobilitätsmodi. Und das ist natürlich schade, weil man hätte ja durchaus Potenzial, diese Daten, die wir alle die ganze Zeit erheben, zu nutzen, um sie eben, um unser Mobilitätssystem zu modernisieren, aber auch einfach nachhaltiger zu gestalten. Und das ist so ein bisschen die primäre Motivation, warum wir Posmo gegründet haben, beziehungsweise reihen wir uns eigentlich ein in verschiedene Ansätze, wie man das Daten teilen und das Daten zur Verfügung stellen anders, besser gestalten kann. Und auch da eben, ich habe gerade schon darüber gesprochen, also es ist ja auch nichts Neues, dass eben Daten und im Mobilitätsbereich besonders von privaten Organisationen, zum Teil auch öffentlichen Organisationen, gehalten werden und in Silos leben. Und es gibt eigentlich kaum es gibt wenig Mechanismen, wie sie diese Daten geteilt werden. Also wenn wir zum Beispiel an verschiedene Mobilitätsanbieter denken in der Schweiz, Postauto, SBB, ZVV, die arbeiten alle, zumindest wenn es darum geht, Informationen über das Mobilitätsverhalten von Personen zu haben, immer noch relativ in ihren eigenen Welten. Und es gibt so ein paar Faktoren, warum das so ist.
es gibt wenig Anreize, heute Daten zu schaffen, Daten zu teilen. Es gibt aber auch vor allem wenig Know-how, wie das gestaltet werden kann, und zwar sicher. Und das ist, glaube ich, eine der größten Erkenntnisse auch, die es wurde, gab vor einem Monat eine Konferenz, die sich so auf den Mobilitätsbereich fokussiert hat. Und das war so das große Credo, oder das, ja, die große Erkenntnis dieser Konferenz, dass eigentlich niemand weiß, wie man das ganz genau gut machen soll. Und es ist eben auch sehr ressourcenintensiv. Also wenn ich meine Daten, wenn ich Schnittstellen schaffen möchte mit anderen Organisationen, dann muss ich erstmal ziemlich viel Geld investieren, diese Schnittstellen zu machen, meine Daten zu harmonisieren. Und das, wenn ich da keinen wirklichen Nutzen draus ziehe, dann ist das nicht so interessant. Und am Schluss gibt es natürlich Privatsphärebedenken, wenn es um personenbezogene Mobilitätsdaten geht. Weil wenn wir uns überlegen, welche Informationen wir aus diesen Daten, wir haben es vorhin drüben auch gehört, lesen können, dann ist es sehr einfach zu sehen, dass man sehr, sehr viele Informationen über Personen erkennen kann, wenn man weiß, wo sie sich bewegen. Also wir reden hier, in unserem Fall geht es um Geodaten, also wirklich GPS-Punkte, wie ich mich durch die Stadt bewege. Daran kann ich dann erkennen, welches Fortbewegungsmittel ich nutze. Genau, also das ist wirklich, und die große Frage ist, wie kann man das anständig anonymisieren, und diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Und am Schluss eben das große Thema der Genossenschaft ist dieses Machtgefälle zwischen uns als Nutzerinnen, als Konsumentinnen und den Organisationen, die diese Daten verwalten. Denn Google zum Beispiel hat eben einen unglaublichen Datenschatz, wenn es um Mobilitätsverhalten gibt, aber teilt diesen nicht aus diversen Gründen oder nur in sehr, sehr, sehr aggregierter Form. Und wenn ich als Stadt Zürich, als Kanton, als Stadt Winterthur, Kanton diese Daten nutzen möchte, dann geht das einfach nicht. Also ich habe keinen Zugriff dazu, und das ist doch in vieler Hinsicht schade. Wir haben also suchen neue Nutzungskonzepte, wie wir eigentlich dieses Datenteilen ermöglichen können. In unserem Fall geht es eben um das Teilen von personenbezogenen Mobilitätsdaten auf individueller Ebene sozusagen, wie wir Anreize schaffen, das zu tun. Wie wir aber eben auch klare Regeln setzen, unter welchen Vorzeichen und mit welchen Kontrollmechanismen das geschehen soll. Und das können sowohl auf technischer Ebene gewisse Strukturen sein, aber eben auch auf rechtlicher und quasi Vertragsebene. Und am Ende das Ziel ist, diese Agency zu stärken, dass man eben auch als Individuum das Gefühl hat, man versteht, was eigentlich der Wert der Daten sind und was damit gemacht werden kann, aber auch, wie sie verwendet werden. Wir reihen uns ein mit POSMO, mit der Genossenschaft, in so zwei, ich sag mal, Konzepte, die in den letzten Jahren immer wieder besprochen wurden. Zum einen dieses Konzept des vertrauenswürdigen Datenraums. Es gibt so einen Push des Bundes, des BAK, unter Leitung des BAKOMs, dieses vertrauenswürdige Datenraumkonzept zu etablieren. Ich glaube, das hat bis jetzt in gewissen Bereichen funktioniert, aber sicher nicht, sich noch nicht standardmäßig durchgesetzt. Aber das ist eben wirklich so ein Konzept, wie man wirklich auch eine technische Infrastruktur schaffen kann, wo verschiedene Organisationen oder eben auch Individuen ihre Daten teilen und dann quasi unter einem gewissen Governance-Rahmen miteinander austauschen. Und in unserem Fall geht es eben auch darum, eigentlich eine neue Organisationsstruktur zu schaffen als Genossenschaft, wie wir zwischen uns als individuellen Datensubjekten vermitteln mit den also mit den Nutzern und den Leuten, die Interesse haben an unseren Daten. Das ist so eine Definition, die ich jetzt nicht übersetzt habe, aber eben Data Coalitions, Data Collectives, und da geht es um dieses Collective Bargaining, was geschieht, wo man sich eben zusammenschließt und quasi Regeln festlegen soll und auch gewisse Kontrolle darüber hat, was mit den Daten passiert. Zusammengefasst gibt es eben so diese drei Punkte, die wir versuchen anzugehen. Wer kontrolliert die Daten und wer verwaltet diese? In unserem Fall ist das eben diese Organisationsform Genossenschaft. Wie kann man dieses Privatsphäre-Nutzen-Trade-off lösen? Dort geht es konkret, ich gehe da noch im Detail drauf ein, aber der höchstmögliche Nutzen aus Daten, der
kann nicht mit Privatsphäre oder mit einem quasi technischen Privatsphäreschutz gelöst werden. Und was ist da, was gibt es da für Ansätze? Und am Ende geht es aber auch darum, wer profitiert eigentlich sowohl finanziell, aber auch so auch vom Informationsgehalt von den Daten, von dieser zentralen Ressource. Ich würde es nicht Gold nennen. Ich glaube, das ist so eine Slippery Slope oder Öl oder so. Aber genau, wichtige Ressource. Und wir verfolgen diese zwei Ziele. Wir wollen qualitativ hochstehende, sehr aufgelöste Mobilitätsdaten für die Mobilitätswende zur Verfügung stellen. Und wir wollen eben ein neues Stewardship-Modell entwickeln, wie wir Daten als Gemeinschaft, als Genossenschaft verwalten. Nochmal und jetzt ein bisschen detaillierter auf diese Sensibilität auf den Privatsphäre-Kontext oder diesen Utility-Privacy-Trade-off. Wenn ich jetzt über Privatsphäre rede auf den nächsten Slides, dann geht es immer eigentlich um eine technische Privatsphäre, also die Anonymisierung. Und es ist so, und das ist ja nicht nur im Mobilitätsbereich so, das ist überall so, es gibt einen Trade-off zwischen höchstmöglicher Utility, also Nutzen aus Daten, und dem starken Privatsphäreschutz. Im Mobilitätsbereich, habe ich wie erwähnt, gibt es einfach kann man wahnsinnig sensible Informationen erhalten. Man weiß natürlich nicht nur Wohn- und Arbeitsort, das ist so halb sensibel, das kann ich relativ schnell rausfinden, wenn ich einfach jemanden google, aber eben auch, welche medizinischen Einrichtungen besucht eine Person, welche religiösen Einrichtungen, an welchen Demonstrationen nimmt eine Person teil. Und das kann man relativ einfach aus Geodatensätzen personenbezogenen Geodatensätzen rauslesen. Und gleichzeitig ist aber genau dieses sehr detaillierte Mobilitätsverhalten super spannend, weil ich kann nicht nur quasi auf einer Stadtebene mir überlegen, ja, wo gibt es quasi, wie viele Leute fahren Velo oder so, sondern ich kann sehen, werden neue Velorouten, die geplant werden, auch so befahren, wie wir sie vorgesehen haben oder nicht? Wie müssen wir das setzen? Wir können aber auch wirklich ganz andere Fragestellungen lösen durch das, über Effizienz von gewisser Infrastruktur. Und da ist aber das Interesse auch zum Teil an sehr feinmaschiger Information über das Mobilitätsverhalten. Und das steht einfach in einem Spannungsfeld. Und es gibt verschiedene Ansätze auf technischer Seite, wie man versuchen kann, dieses Spannungsfeld zu navigieren. Es gibt sehr, sehr starken technischen Privatsphäre-Schutz, die Differential Privacy. Ich weiß nicht, wir wissen von euch, ist das vielleicht ein Begriff. Da versucht man, die Idee, man kann einfach in einem Datensatz fügt man so viel Rauschen hinzu, dass man am Schluss, dass die Resultate genau dieselben sind, ob die Daten eines Individuums in diesem Datensatz drin sind oder nicht. Also man kann quasi die Daten einer Person haben überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Aussagen dieses Datensatzes. Und von der Differential Privacy gibt es verschiedene, weniger starke technische Privatsphäre schützende Verfahren. K-Anonymität ist ein Standard, L-Diversität, das steht jetzt gar nicht drauf. Man kann aber natürlich auch mit einfacheren Methoden schaffen, wie Aggregation, Generalisierung. Im Mobilitätsbereich redet man manchmal auch von Privacy Zones, aber auch diese sind nicht immer so stark, wie man möchte. Es gibt hier kleine Anekdote, einen bekannten Fall von Strava. Die arbeiten natürlich auch mit Mobilitätsdaten. Und Strava, die haben früher per Default einfach die Profile der Leute öffentlich gestellt. Und dadurch wurden diverse militärische Einrichtungen identifiziert. Ich glaube vor allem im Irak von den Amerikanern, weil die Soldaten da dann immer rumgejoggt sind und das alles auf Strava öffentlich war. Also und heute arbeitet Strava auch mit Privacy Zones. Da werden dann so gewisse Teile abgeschnitten einer Route, also der Anfang und das Ende. Aber selbst das ist, muss man sagen, nicht sonderlich safe, weil wenn ich das dann fünfmal mache und zwar immer aus verschiedenen Richtungen zu meinem Zuhause komme, am Schluss zeigen die Pfeile auf einen Ort und da wohne ich dann oder arbeite ich oder wo auch immer. Genau, also es gibt drei Arten, wie man versuchen kann, in diesem Trade-off so ein Optimum zu finden. Man kann sich entweder für diesen starken technischen Datenschutz entscheiden, also zum Beispiel mit Differential Privacy. Da kann man aber sehr wenig dann nur noch rauslesen, aus was das persönliche Mobilitätsverhalten betrifft. Man kann das versuchen dadurch zu lösen, indem man die einzelnen Anwendungsfälle sehr klar definiert.
Man kann also sagen, statt Blankoscheck, ja, hier sind Mobilitätsdaten, analysiert die mal, kann man sagen, ich möchte wissen, wie sich Frauen in der Stadt Zürich bewegen. Und da kann ich dann gewisse Sachen einfach schon wegschneiden und gewisse Daten. Da interessiert mich dann nicht, um welche Tageszeit, es interessiert mich nicht, mit welchem Verkehrsmittel, es interessiert mich nur gewisse Komponenten dieses Mobilitätsverhaltens. Und das macht es viel einfacher, denn je mehr soziodemografische Informationen ich zum Bewegungsprofil dazu nehme, desto einfacher ist es natürlich, Leute zu identifizieren. Und am Ende, und das ist auch einer unserer zentralen Ansätze, kann man die Datenumgebung anpassen. Also man kann statt, und dort meine ich jetzt nicht die technische Datenumgebung per se, die auch, aber eben auch einen gewissen Governance-Rahmen schaffen, ein Regelwerk, wie diese Daten verwendet werden sollen. Da werde ich gleich nach noch einem nächsten Slide dann übergeben. Genau, also was wir bei POSMO versuchen, ist eigentlich diese drei Punkte zu nutzen, zu unserem Vorteil. Wir nutzen in den meisten, also Differential Privacy kommt für uns meistens nicht in Frage, weil das eben ein zu hoher Aggregationsgrad ist, aber wir arbeiten mit K-Anonymity und L-Diversity, manchmal auch Differential Privacy, und es geht bei uns immer darum, diesen hohen Datenschutz dann zu gewährleisten, wenn diese Daten tatsächlich veröffentlicht werden. Wir haben, das ist auch wichtig, also wir reden, bei uns geht es nicht um Open Data, sondern es ist Data, die eben kontrolliert wird, weil es gibt einfach, es ist sehr, wie gesagt, sehr einfach, Leute aus Mobilitätsprofilen zu identifizieren. Und sobald man da irgendetwas ins Internet stellt, ist das dann nur noch eine Frage, ob sich dafür auch jemand interessiert, weil machbar ist es. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man eben sich an Geodaten interessiert, dass man dieses Verständnis hat. Das ist nicht bei allen Leuten, die gerne mit diesen Daten arbeiten würden, immer vorhanden. Je nachdem, wo man da hingeht, denkt man, ja, wir nehmen die Daten, wir nehmen die Namen weg, dann ist das anonymisiert, und wir denken, wahrscheinlich nicht. Genau, so. Und der zweite Fall ist eben auch, dass wir sagen, wir müssen jeden Anwendungsfall, jeden Use Case neu analysieren und versuchen dort diese Optimierung zu finden. Also je nachdem, was genau die Fragestellung ist, sorgen wir dafür, dass die relevanten Daten da enthalten sind und die nicht relevanten eben nicht. Und zu Ende, also ein sehr zentrales Element ist, dass das Ganze durch einen quasi internen Governance-Mechanismus, den Ethikrat, gewährleistet wird. Hier werde ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Das ist eben quasi unsere Daten, unsere Plattform mehr aus technischer Perspektive, also technisch, aber so vom Konzept her, wo man eine Datenspendeplattform, wo Individuen Daten spenden können, Mobilitätsdaten, und diese dann eben zur Nutzung weitergegeben werden. Und dieser ganze Mechanismus wird durch die Governance-Kontrolle, der Mechanismus, das zu anonymisieren und zu sichern, gewährleistet. Danke. Vielen Dank, Lea, für diese Einführung. Bevor ich nun mit den Details für den Ethikrat weitermache, es hat hier vorne noch ganz viele freie Plätze, also ihr müsst hier nicht hinten Yoga-Stunden machen, ihr könnt gerne auch nach vorne kommen und euch gemütlich hinsetzen. Neben den technischen Maßnahmen, die Lea schon kurz vorgestellt hat, gibt es eben auch diese zweite Komponente mit der Governance, wo wir versuchen, einen Rahmen zu schaffen, der diese komplizierten Fragen, diesen komplizierten Trade-off zwischen Utility und Privacy versucht, möglichst gut zu lösen. Das ist uns auch klar, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist, den wir vor einiger Zeit gestartet haben, der auch jetzt mit dieser Etablierung des Ethikrates in eine nächste Stufe geht. Ihr seht hier nämlich einerseits die bestehenden Mitglieder, die auch POSMO seit Beginn mit begleitet und beraten haben. Und ich bin nun vor einigen Monaten neu dazugekommen, um dieses Gremium zu verstärken und auch stärker involviert zu sein in der Erarbeitung dieser Grundlagendokumente. Dafür muss man aber auch ein bisschen besser verstehen, wie die Genossenschaft aktuell funktioniert, weil das ist nicht ein theoretisches Konstrukt, über das wir sprechen. Es klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das sind faktisch Produkte, die es gibt. Es gibt eine App, die könnt ihr downloaden. Es gibt Forschungsprojekte, die bereits laufen und die Daten, die über diese Apps gesammelt werden, nutzen. Und deshalb muss ich euch vielleicht zuerst ein bisschen in die Terminologie einführen, wie das funktioniert mit diesen Produkten, die POSMO anbietet für Forschende, für Behörden, für andere Organisationen. Ihr könnt dann, wenn ihr Daten sammeln wollt und eine bestimmte Forschungsfrage habt, zum Beispiel, wie sollten wir unser Fahrradnetz
planen? Wo besteht das Bedürfnis nach einer neuen Bushaltestelle? Solche, die Arten von Fragen beschäftigen unsere Kunden wie Verkehrsbetriebe oder Forschende an der ZHW oder an anderen Fachhochschulen. Dann reicht ja, was wir in unserer Terminologie ein Projekt nennen, reicht ja ein Projekt ein, wo er quasi sagt, wir wollen Daten sammeln für diesen Zweck. Und bereits in dieser Phase gibt es eine erste Governance-Maßnahme, weil wir uns diesen Projektbeschreibung detailliert anschauen und uns fragen, ist dieses Projekt vereinbar mit den Zielen der Genossenschaft und ist das auch mit unseren Werten vereinbar? Also bevor ihr überhaupt mal anfangen könnt, Daten zu sammeln, überlegen wir uns schon, ob das überhaupt vereinbar ist. Was heißt das konkret? Wir haben offensichtlich ist das nicht so einfach, dass man sich einfach eine Checkliste geben kann und dann kann man das alles abhaken. So weit sind wir noch nicht. Hoffentlich sind wir irgendwann mal so weit, dass man wirklich das auch bis zu einem bestimmten Grad sogar automatisieren kann, diese Governance-Checks, weil ganz klar definiert ist, was die Kriterien sind. Aber das ist jetzt mal unsere erste Basis. Diese grafischen Darstellungen übrigens sind alle Teil von zwei Blogs, die wir in den vergangenen Monaten publiziert haben. Einerseits, als wir mit dem Ethikrat live gegangen sind, aber andererseits auch, als wir diese ersten Kriterien publiziert haben. Also wenn euch das noch mehr interessiert im Detail, könnt ihr natürlich nicht nur jetzt Fragen stellen, sondern später auch auf der Webseite das im Detail nachlesen. Aber es geht ja auch nicht darum, jetzt jeden einzelnen Punkt durchzugehen. Es geht mehr darum, dass ihr ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, welche Fragen, dass wir uns stellen, um beurteilen zu können, ob wir ein Projekt unterstützenswert finden oder nicht. Wenn jetzt beispielsweise eine Werbefirma sagen würde, wir wollten rausfinden, wo der beste Ort ist, um noch ein weiteres Plakat aufzustellen, das wäre jetzt nicht ein Projekt, für das sie dann uns nützen könnten, weil Ziel der Datengenossenschaft oder der Positive Mobility wäre eben vor allem einen Beitrag, datengetriebenen Beitrag zu leisten zur besseren Verkehrsplanung beispielsweise. Also das würde dann wie keinen Sinn machen. Sie müssen auch im Projektantrag klar definieren, wie es mit der Verantwortlichkeit aussieht, was Sie mit diesen Ergebnissen tun wollen, etc. etc. Wenn dann ein Projekt mal gut geheißen wurde, und das möchten wir auch relativ schnell machen, weil wir die Leute nicht, die Organisationen, die da quasi dann unsere Kunden werden, nicht allzu lange warten lassen wollen, wenn dieses Projekt mal approved ist, dann können Sie anfangen, Werbung dafür zu machen. Also konkret funktioniert das so, dass ein Projekt immer mit einer Webseite auf unserer Webseite verlinkt ist. Dort ist dann auch ein QR-Code und weitere Informationen vorhanden, die ganzen Detailinfos über das Projekt. Und diese Seite kann dann beworben werden. Also wenn jetzt beispielsweise die VBZ eine Studie machen möchten, können Sie ein Projekt einreichen, erhalten dann diese Projektseite und können dann Werbung auf diese Projektseite machen. Das seht dann Marcel oder andere Leute sehen das dann, sagen, ah ja, das finde ich eine gute Sache, da möchte ich mitmachen, ich möchte meine Daten zur Verfügung stellen für dieses Projekt. Dann könnt ihr in der Posmo-App den entsprechenden Code scannen oder den Projektcode eingeben und könnt ab dann sagen, jetzt möchte ich Daten zu diesem Projekt beitragen, jetzt möchte ich auch wieder nicht. Das ist dann in der App geregelt. Das heißt, sobald das Projekt mal gestartet ist, wächst die Datenmenge, die für dieses Projekt bestimmt ist. Und das bedeutet, dass die Leute, die dieses Projekt gestartet haben, irgendwann auch mal Abfragen stellen können. Lea hat das bereits erwähnt, aber ich möchte es hier nochmal sagen, wenn die Daten bei Posmo sind, dann bleiben sie bei Posmo. Das heißt, die Datenabfragen funktionieren nicht so, wie man das normalerweise in der Forschung hatte, dass Datensätze übergeben werden, sondern wir erhalten Anfragen, die Resultate produzieren und diese Resultate werden dann wieder zurückgegeben. Das ist das, was hier mit diesen Analysis Requests gemeint ist. Die werden eingereicht und müssen dann auch wieder durch den Ethikrat überprüft werden, weil jetzt ist es eigentlich die, soll ich sagen, die essentielle oder die sehr, sehr kritische Phase. Und da ist definitiv die Hauptfrage oder die Hauptproblematik für uns, ist das noch vereinbar mit der Privatsphäre, mit der Autonomie, mit Minimum Daten, also fragen die jetzt nicht einfach alles ab, sondern ist das einigermaßen gezielt und das hängt auch davon ab, wie der Datensatz aussieht. Wenn beispielsweise erst eine einzige Person teilgenommen hat und sie eine Abfrage machen würden, dann ist ziemlich offensichtlich, dass da die Anonymität nicht gegeben ist, weil es nur eine Person ist. Das müsste man dann ablehnen. Aber da sind wir daran, anhand dieser Kriterien, und das mag jetzt noch etwas unscharf sein, aber das wird sich im Verlauf der Zeit weiterentwickeln. Wir sind da auch im direkten Austausch mit entsprechenden Forschungsteams. Gerade letztlich hatten wir
einen ganztägigen Workshop mit dem Team von Freemove aus Berlin, dessen Grafiken ihr vorhin auch kurz gesehen habt, um uns da auch mit dem Stand der Forschung international abzugleichen und die entsprechenden Frameworks durchzuspielen und das abzugleichen. Das bringt mich dann schon zum Fazit, was uns etwas mehr Zeit für Fragen lässt. Kernpunkte hier sind sicher, dass riesiges Potenzial hier ist, Daten, insbesondere Mobilitätsdaten, zum gesellschaftlichen Mehrwert zu nutzen. Das heißt, es wäre wie schade, wenn wir das nicht irgendwie versuchen würden. Und die Datengenossenschaft stellt hier ein mögliches interessantes Modell dar, um diese Daten nutzbar zu machen. Man hat aber gerade bei den feingranularen Daten, die eigentlich für die Planung oder für die möglichen Fragestellungen besonders interessant wären, das Problem, dass da der Privatsphäre-Schutz nicht wirklich möglich ist, also diesen Trade-off, den man lösen möchte. Und wir versuchen, dieses Spannungsfeld zu lösen, einerseits durch die technischen Maßnahmen, die wir in der Datenumgebung umsetzen, andererseits aber eben auch durch rechtliche Maßnahmen wie die Vereinbarungen, die wir mit Projektpartnern haben und den organisatorischen Maßnahmen wie dem Ethikrat, dass wir auch bei uns schauen, dass wir Gremien und Prozesse und Kriterien haben, um diese Anfragen kritisch zu überprüfen und auch einmal Nein zu sagen, wenn wir das Gefühl haben, hier geht jetzt die Rechnung oder die Risikoabwägung zwischen Nutzen und Privatsphäre nicht auf. Und zum Schluss, bevor wir dann zu den Fragen kommen, noch der wichtige Hinweis, dass natürlich auch ihr Teil werden könnt, dieser Genossenschaft. Die Mitgliedschaft hier stellt allen offen und Bedingung ist auch nicht, dass ihr dann bei X Projekten mitmacht. Natürlich ist es für die Genossenschaft vorteilhaft, wenn mehr Daten gesammelt werden können, aber ihr könnt auch einfach so Mitglied werden, um euch das genauer anzuschauen. Vielen Dank. Ja, danke vielmals für diesen sehr spannenden Vortrag mit einem sehr interessanten Ansatz. Falls da Fragen da sind, hinter dem Mikrofon gibt es eine sich hoffentlich bildende Schlange. Wo ist das Mikrofon? Ah, letzte Reihe. Das Mikrofon ist verschoben worden. Okay, gut, ja. Bitte. Sehr cooler Vortrag, ich mag das Konzept. Eine ich mir jetzt gerade stellt, ist zum einen, wie groß seid ihr, wie viele Daten habt ihr schon und auch, wie repräsentativ sind die Daten? Weil ich sehe ein bisschen, ist vielleicht ein spezieller Personentyp, den ihr hier adressiert. Ist das repräsentativ am Ende? Es ist nicht repräsentativ jetzt, das muss man auch gar nicht sagen. Es ist ganz klar getrieben durch die Interessen der Leute. Also wenn man, und das ist auch so ein bisschen der Ansatz, den wir haben, wir könnten die Repräsentativität, die es gibt, wenn ein Mikrozensus gemacht wird, das kostet ja irgendwie, keine Ahnung, 20 Millionen Franken oder so, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Das können wir natürlich nicht gewährleisten. Die Idee, die wir haben, ist, dass wir versuchen mit kleinen Projekten, dass das Ziel natürlich langfristig die Repräsentativität ist, aber im speziellen Fall eigentlich die Detailgrad, die Informationen gibt, die spannend sind. Also dass man natürlich gewisse Faktoren berücksichtigt. Wir haben zum Beispiel immer noch eine sehr schlechte Gender Balance in unserer Community. Du hast gefragt, wie viele wir sind. Wir sind 55 Mitglieder, aber wir haben ungefähr in den Projekten, die wir bis jetzt gemacht haben, mit 400 DatenspenderInnen zusammengearbeitet. Aber genau, also das sind so Sachen, die uns sehr bewusst sind, dass das das Ziel ist. Aber der Schritt dorthin ist über kleinere Projekte, die genau dann nach und nach quasi mehr Daten generieren. Wie macht ihr das mit der Finanzierung? Also diese Projekte, die da zu euch kommen, die zahlen sicher was und das geht dann alles an die Gesellschaft. Fließt da ein Teil zurück an die Leute, die ihre Daten geben? Oder ich meine, wenn ich meine Daten an Google gebe, dann habe ich Google Maps, dann habe ich Google Drive, dann habe ich all diese Sachen. Mhm. Was bekomme ich, wenn ich euch meine Daten gebe? Genau, wir haben uns explizit dagegen entschieden, so ein Daten für gegen Franken-Modell zu etablieren. Es gibt verschiedene andere, die das auch versucht haben. Es gibt vor allem so im Bereich Social Media Daten, die kann man, ich weiß nicht mehr, wie die Plattformen alle heißen, aber es gab verschiedene Ansätze. Bis jetzt, glaube ich, noch nichts, was sich komplett durchgesetzt hat.
Wir wollen das nicht, weil wir das Gefühl oder wollten das bis jetzt immer nicht, weil wir das Gefühl haben, das ist ein bisschen ein komisches Anreizsystem, so direkt, ich spende einen Tag Daten und bekomme da, das ist dann vielleicht so 10 Rappen wert oder so und dann, genau. Was der Mechanismus, den wir uns gedacht haben, ist eben dieser genossenschaftliche Ansatz, wir poolen unsere Ressourcen in diesem Sinn, die Daten und wenn die Genossenschaft erfolgreich ist, ich komme gleich noch auf die Finanzierung zu, dann wird etwas wieder an die Mitglieder der Genossenschaft ausgeschüttet quasi. Das ist so ein bisschen der Verteilungseffekt, den wir anstreben, da sind wir natürlich noch nicht ganz angelangt. Wie wir uns finanzieren, bis jetzt finanzieren wir uns hauptsächlich über Fördergelder von Stiftungen und verschiedenen Playern, die Projekte wie uns fördern. Aber wir arbeiten, also die Technologie, die wird entwickelt von einer, von unserem Technologiepartner. Und das, die Idee ist eigentlich, ein SaaS-Geschäftsmodell daraus zu entwickeln, wo eben die Genossenschaft die Verwaltung dieser Daten organisiert und diese Kontrolle darüber hat, was damit passiert. Man kann sich das konkret so vorstellen, wenn man jetzt ein Projekt einreicht, beispielsweise als Forschungsinstitution, dann kann man das wie bei uns einkaufen und dann definiert man auch die Untersuchung oder die Umfrage, die soll so und so lange laufen und wir möchten so und so viele Leute dazu einladen. Und das, daraus ergibt sich dann quasi auch die Kosten, die für dieses Projekt entstehen. Da ist auch ein Anteil dann fix für die Governance geblockt, um die Tätigkeiten des Ethikrates zu finanzieren. Und so funktioniert das dann. Wem gehören die Resultate der Analysen und wer hat Zugang dazu? Soll ich das kurz übernehmen mit dem Projekt? Das ist eine der Fragen, die wir ganz am Anfang der Projekte stellen. Also wer ein solches Projekt einreicht, der muss uns gegenüber klar machen, was mit den Daten passiert, Openness und Transparency. Man könnte es auch unter dem Kriterium 5 und 7 noch sehen. Also wenn jetzt ein Projekt eingereicht wird, von dem klar ist, dass die Daten dann gar nirgends landen oder dass die einfach nur für dieses Forscherteam sind und dass die eigentlich nichts davon haben, dann wäre das in der Bewertung ein großer Minuspunkt. Das heißt nicht automatisch, dass es abgelehnt würde, aber es würde zumindest, wir würden dann an die Organisation herantreten und sagen, hey, warum, gibt es irgendeinen guten Grund, warum ihr diese Ergebnisse zum Beispiel nicht teilen wollt, weil der gesellschaftliche Mehrwert der Datennutzung, der steht ja für uns schon im Zentrum. Und wenn dann Projekte eingereicht werden, die sich dazu entweder keine Überlegungen machen oder sagen, sie wollen nicht Teil einer öffentlichen Debatte sein, dann müssten sie es zumindest sehr gut begründen können. Ich habe noch eine Frage. Ihr habt eine Folge gehabt über den Datenmarkt. Die Frage ist, ihr vertriebt ja selber mit der Ethikkommission eine eigene Ethik, um die Mobilität zu fördern. Wenn jetzt eben das Beispiel für das Werbeplakat, die Daten sind immer noch wertvoll. Es ist immer noch eine reine Variante, diese Daten zu nutzen. Und ihr wollt aber selber Anreiz schaffen, diese Daten zu teilen. Wie könnt ihr das mit dann einfach sagen, ja, das machen wir nicht? Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Was meinst du mit Daten teilen? Ihr wolltet einen Anreiz schaffen, um diese Mobilitätsdaten mit anderen zu teilen, mit Google Maps. Ah. Und ihr wollt aber trotzdem die Datensätze, die ihr habt, einfach sagen, nein, wir wollen das für unsere eigene ethische Gründe nicht teilen. Das ist die Idee, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber die Idee ist, dass wenn es kommerzielle, und das ist so der Werbebereich, Anfragen gibt, dass man explizit nochmal den Consent der Leute einholen müsste, die diese Daten zur Verfügung gestellt haben, weil jetzt geht es ganz klar um, ich sag mal, Forschung oder stadtplanerische Projekte. Wenn also Individuen eingeladen werden, ihre Daten zu spenden, dann macht man das unter diesem, ich sag jetzt mal, gemeinnützigen oder Gemeinwohlgedanken. Und wenn es kommerzielle Anwendungen gibt, dann zählt der Consent, den man eingeholt hat. Die Zustimmung ist quasi nicht dafür vorgesehen. Und deswegen wäre die Idee, dass man das dann in einem zweiten Schritt also wieder einholen muss. Das ist natürlich sehr kompliziert, weswegen wir das nicht für alles machen, weil das ist ja, also in der Praxis ist es einfach super schwierig, dann jedes Mal Leute zu fragen, und jetzt noch das und jetzt noch das, sondern wir haben, wie gesagt, wir teilen so die Comet purely commercial oder einfach ganz kommerziellen Anwendungen von diesen Anwendungen, die eben mit unseren Genossenschaftszielen vereinbar sind. Danke. Und der Datenmarkt ist jetzt eines unserer
Produkte in dem Sinne, aber es gibt auch andere Produkte, zum Beispiel das Projekt Well-Observer, von dem haben vielleicht die ein oder anderen schon gehört. Das gibt es nicht nur in Zürich, sondern demnächst dann auch in Basel. Und dort hat man in der Definition des Projekts gewisse ethische Überlegungen oder Datenschutzüberlegungen schon einfließen lassen, weil man von Anfang an sagt, man schaut sich nur einen bestimmten Teil des Straßennetzes an und Daten, die an anderen Punkten erfasst werden, die fließen gar nicht erst in Analyse mit ein. Also man nimmt dann da schon so ein bisschen Aggregation vorweg. Wird es POSMO immer noch geben, wenn der Bund eines Tages sein Projekt der Mobilitätsdateninfrastruktur umsetzt und wenn ja, warum? Ja, weil wir uns eigentlich als Teil dieses Netzwerkes sehen werden. Also es geht ja beim Projekt des Bundes drum, nicht primär personenbezogene Daten, sondern eigentlich andere Arten von Daten zu teilen, weil die personenbezogenen da sind, ist immer gleich ganz viele Warnlampen eben aus Privatsphäre, also aus Datenschutzgründen, sondern es geht ja wirklich darum, dort die so auch Infrastruktur, Netzdaten, solche Sachen zu teilen. Wir sehen uns als ein Akteur in diesem Netzwerk, der dann unseren Teil dort anbieten können und versuchen, diese Schnittstellen dann so zu nutzen auch. Genau. Also ja, ich weiß nicht, wann das kommt. Genau. Ja, danke vielmals. Gibt es noch weitere Fragen, die sich nicht getraut haben, hier zu stellen, die noch nicht in das Mikrofon getreten sind? Also eine Frage habe ich natürlich noch. Wer meinen Rechtsplan kennt, hat die wahrscheinlich schon fast erwartet. Wie schützt ihr die Daten bei euch auf der Plattform dagegen, dass sie von bösartigen Leuten, die eben nicht dem Genossenschaftszweck dahinter stehen, einfach geklaut werden? Also ich bin da nicht wirklich nicht die Expertin, aber wir haben schon relativ früh auch auf Anfrage unserer Partner eine sehr detaillierte Cloud Security Assessment gemacht, so nach NIST-Kriterien beziehungsweise den Schweizer Äquivalent davon, und sind eigentlich konstant dran, diese Security immer zu erweitern. Wir versuchen uns dort an den Branchenstandards zu orientieren, beziehungsweise investieren relativ im Vergleich zu anderen Organisationen unserer Größe, glaube ich, relativ viel da rein. Aber es ist natürlich sicher, es ist nicht, ich sage jetzt mal so, wir kommen nicht aus dem Bereich der Cyber Security oder Cloud Security, aber das ist natürlich ein super zentrales Thema und ist uns auch eben sehr bewusst, dass das eine der größten schlussendlich Points of Failure sein kann, wenn die Daten, die bei uns liegen, eben nicht richtig geschützt sind. Und vielleicht da noch kurz zu ergänzen, einfach nochmal herauszustreichen, dass nicht POSMO die technische Umsetzung macht, sondern wir eben mit einem Technologiepartner zusammenarbeiten und Teil der Bedingungen für diese Zusammenarbeit sind Pentests, IT-Audits, sonstige Sicherheitskriterien etc. Ja. Noch eine letzte, vielleicht auch leicht fiese Frage, vielleicht an kommt ein bisschen darauf. Habt ihr euch überlegt, wie es ist, wenn jemand mit einem leichten malicious Attent bei euch mitmachen würde? Also jemand kann auch Daten teilen, aber ich kann die Daten ja auch so teilen, dass der Datensatz nachher nicht mehr sinnvoll ist und dieses Projekt scheitert. Aus diesem Grund. Ja, also diese Art von Red Teaming war auch Teil des Workshops von vor kurzem und es ist relativ spannend, auf was für Ideen, dass man dann kommen kann, aber zumindest die Fälle, die wir dann durchgespielt haben, haben gemerkt, okay, es wäre nicht wirklich praktikabel, es wäre nicht wirklich auch ökonomisch, selbst wenn es jetzt praktisch wäre, wenn es praktisch möglich wäre, gäbe es viel einfachere Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, als jetzt Leute dafür zu bezahlen, mit ihrem Handy eine falsche Strecke zu gehen beispielsweise. Und die Idee ist ja auch, dass so viele Leute mitmachen, dass dann ein Ausreißer oder auch viele Ausreißer dann nicht wirklich ins Gewicht fallen würden. Ja, dann danke nochmals den beiden Vortragenden und den vielen danke. Fragenden. Und ja, bitte.